Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Dungeon Siege. Ich wurde getroffen von einem dornenbewehrten Maul. 3 Hits brauchen die glücklicherweise nur. Ich treffe die fast immer 100%. Ja, fast. Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit treffe ich sie. Großes Problem, dass sie so viel Schaden machen. Dass sie aber mal gefühlt unendlich sind. Oh, nice, er Crit. Bam, bam, bam. Abgenutzte Feldachse. Ich bin gleich wieder tot. Hui. Uiuiui. So. Ich werde nicht mehr so viel leben. Wo schleiche ich mich denn hier lang? Ein Waldtroll. Er wird leider sich gleich verziehen und wiederkommen. Ist ein feiges Stück, ey. Mehr kann man dazu echt nicht sagen, außer feiges Stück. So, wie ist unsere HP-Generation? Auch schon ein bisschen schneller, wa? Ich würde sagen 4 bis 5 Leben pro Sekunde. Nicht schlecht. Zumindest sieht sie einfach schneller aus. Als sonst. Drei von euch Feigling. Das Gute ist, wenn ich einen angreife und der schon mal abhaut, kann ich mit dem nächsten weitermachen. Und der wird gleich wiederkommen. Da oben ist er. Er ist nicht abgehauen. Faszinierend. Mein Leben sieht noch mit 120 Punkten sehr gut aus. Alles easy. Ja, der haut auch nicht ab. Also manchmal hauen die nicht ab. Wahrscheinlich, wenn ich zu wenig Leben habe, bleibt der. Kann das sein? Riecht schön meine geringen Lebenspunkte. Warte, okay, gegen die gegen 4 schluck ich dann nochmal Trank. Oder anderthalb oder fast 2. Jetzt hauen sie wieder nicht mehr ab. Sehr interessant. Was das für eine KI ist. Vielleicht sind sie nur am Anfang abgehauen. Jetzt sind sie mutiger geworden. Ich revidiere. Er ist weg. Feige Stöcke. Vielleicht unterbreche ich ihn auch manchmal beim Abhauen. Boah, bitte nicht so eine Gegner, ey. Das ist ja super eklig. Die haben ja ultra viel Leben, ey. Macht ja gar keinen Spaß gegen die. Ey, ein Waldclaw. Aber die haben alle so viel Leben. Ich bräuchte mal eine neue Waffe mit 100 bis 200 Damage. Aber den Claw kennen wir ja aus dem Schneegebiet. Das ist ein Waldclaw. Mehr. Ich bin wieder ein Waldclaw. Erstmal den Waldtroll, dann auch zum Waldclaw. Ja, meine HP sind. Ja, ein paar Tränke habe ich noch. Ja, okay, das passt schon. Gut, dass ich so viel gekauft habe. Eine Kutte. Ich würde ganz gerne die ganze im anderen Weg auch gleich mal abgrasen. Ich bin jetzt ziemlich weit am Rand gelaufen. Hier gibt es kaum eine Stelle. Wo man das gut trennen könnte, diesen Bereich. Oh, doch, hier geht's. Ah. Wo bin ich denn hier? Das Sumpf? Nee, ist nochmal das Gras.
Dann lass uns doch mal hier, wenn wir auf der anderen Seite das auch noch finden. Die Wand. Dann werden wir abgrasen, bevor wir hier in dieses schöne Stückchen Wald laufen. Nicht mehr so dicht. Eine edelsteinbesetzte Kappe. Eine Verteidigung. Nice. Na, lass uns den Teil ja noch abchecken. Und verständlich kommen hier Einheiten mit 500 Leben. Ach, nicht du feige Stück schon wieder. Aber kommen wir leider nicht drum herum. Unser Nahkampfarm gesteigert. Wir sind schon bei 33 und 28 Stärke. Ja, die haben auch eine Heilungsnegation. Sehr witzig. Auch diese Einheiten können sich heilen. Nicht nur wir. Ach, komm schon. Ihr seid Feiglinge. Kill ihn mal, bevor er sich noch weiter hochheilt. Wäre schade. Ich einfach nicht eine einzige bessere Waffe gefunden habe. Ich glaube, das war die am Anfang gewesen. Am Anfang in Merricks Höhle, oder? Kurz nach Gletschertal habe ich die gefunden. Ich glaube, seitdem nicht mehr eine einzige Waffe, die mal ansatzweise so gut gewesen ist. Nicht eine. Wie schlecht. Dodging Skills. Da liegt ein Bogen. Sehr schön. Na, hier sind bestimmt noch welche, oder? Ach, Gott sei Dank. Ach, Gott sei Dank. Puh. Okay, unsere Harpy regenerieren sich ganz entspannt. Die können wahrscheinlich auch wieder leben von denen, oder? Nice. Und die? Komm her, komm her, komm her. Die haben mir echt 50 Leben oder so geschenkt, wenn überhaupt. Komm, einmal explodieren. Danke. 3000 Gold in den 4 Goldbatzen. Wir sind bei 69.000. Jetzt haben wir wieder einen Sumpf. Ja. Oh, herrlich. Da geht's auch noch lang. Was haben wir da? Bitte keine Gegner, bitte keine Gegner. Oh. Ah. Nong und Fahrender. Sind dunkle Zeiten. Erst wurde unsere Schwester Sikra ausgeraubt und jetzt bedrohen sie Räuber. Kreaturen mit Teufelsaugen sind gekommen und haben genommen meine Skira. Sehen aus wie böse Sechs aus Legende. Aber kann nicht sein, dass Sechs sind geworden, vernichtet vom ersten König von Eb. Ist gewesen 300 Jahre. Wer auch sind, es ist nicht haben, wer denn leicht mit Tochter. Sie ist von fahrendes Volk. Okay. Razvan. Es gibt ein neues Gericht, das ein Held Edwirs Weg gegangen ist, obwohl keine Legionäre mehr dort sind. Seid das vielleicht ihr? Wenn dem so ist, so möchte euch die dunkle Schwester ausrichten, dass wir in großer Gefahr sind, aber ihr miest versprechen, den Frauen im Lager nichts zu sagen. Reiber uns immer haben geduldet, weil bekommen von uns Vorräte, aber seit Legion haben zurückgezogen Patrouille, Reiber nicht mehr nur ausrauben Karawanen, jetzt sie auch morden und plündern. Heute am Morgen wir einen haben erwischt bei Stehlen aus Zell von Jatze. Er sagen, Räuberhauptmann, jetzt erheben Anspruch auf Frauen und Sachen in unser Lager. Kehren zurück heute Abend mit Verstärkung, um zu kassieren Bezahlung. Schon Gedanke, mich machen ganz krank. Wir stehen mit Rücken gegen grüne Berge. Aber können nicht gehen, fänden wir es weg ohne Skira. Sikra. Und Boyev.
Wenn ihr seid echt der Held, ihr müsst haben Mut, euch zu stellen, Reibier Hauptmann, und uns helfen. Ich nichts können anbieten als euer Lohn, aber er sicherlich haben angesammelt riesiges Vermögen in Reiberhöhle. Ihr müsst schwören Verschwiegenheit, bis ihr steht gegenüber einer Reiber Hauptmann. Alles klar. Bisschen Bildung könnte euch nicht schaden. Mutter Saut. Ich will ehrlich zu euch sein mit euch, Kind. Ich sein alt und es ist gewaltig zu tun. In eure Königreich tanzt finsterste Macht herum. Schuld haben dumme Menschen vor langer Zeit. Die haben gemacht Dinge, die sehr falsch. Wenn ihr braucht einen Trank oder magische Dinge von mir kennen, kaufen vier gerechte Preis. Sehr nice. Dann können wir erstmal sell. Ganz viel verkaufen. Dann gehen wir erstmal hier noch hin. Ein Zauberbuch, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Merrick wahrscheinlich. War nicht mehr von Relevanz. Vielleicht gibt es ja noch größere Tränke. So. Nee, tatsächlich immer noch die hier. War einmal reicht. Verschiedenes. Müll und Müll. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Schilder habe ich ihr verkauft. Waffen, Rüstung. Go. Wahrscheinlich auch die Rüstung, die ich verkauft habe. Ich habe auch alles meine Waffen. Zauber. Hier könnte man einen Skik beschwören für 500 Mana, kostet 34.000 Gold. Oder eine Wiederherstellung. Gibt der gesamten Gruppe 15 Gesundheitspunkte pro Sekunde. Oh, das ist aber auch cool. Dauert einmal 5 Sekunden. Das heißt 75 Leben. Für meine Kampfzauberstufe. Tödliche Explosion. Durch tödliche Schläge wird der Gegner in einer Flammenexplosion zerrissen. Auf den Anwender klicken, um diesen Zauber zu aktivieren. So. Ein fahrendes Volk. Hier haben wir noch eine Haupthütte. Hier ist auch noch eine Hütte. Fahrender. Ein grausames Schicksal scheint unser Los zu sein. Männer in unserer Lage nur sich Sorgen um Prahlhänse von harmloser Reiber. Aber ich sehe in voraus dunkle Visionen, viel größer als Reiber. Ihr gut aufpassen, wenn gehen in Sümpfe. Seit mehr als einen Monat leiden meine Schwester und ich unter einem Albtraum. Ein großes Heer von Goblins ohne Seelen, das dem Befehl einer dunklen Macht folgt. Diese Macht wächst unaufhörlich und nähert sich aus Rachegelüsten und Hass der Dämonen des Abgrunds. Ich befürchte, dass der Machthunger der Goblins eines Tages Schrecken freisetzen wird, die sie nicht mehr kontrollieren können. Gibt es auch einen, der mal ordentlich sprechen kann? Fahrender und Jatze. Überall hin, wir sind gereist mit Nong durch Arana, wo immer wir sind gewesen, wir haben zurückgebracht. Das ist schöne Sachen. Ihr wollt ihn sehen? Na, Logo. Da haben wir auf jeden Fall unseren Verkäufer für mich. Aber das ist auch alles Müll. Kampfzauber, Fernkampf, Geschick, Stichschaden. Den Panzer haben wir schon einen deutlich besseren. Ja, es ist leider Zweihand wieder. 57 bis 85, ja. Chance, einen Fernangriff abzuwehren, fügt einen Fernkampf, das ist erstmal raus, fügt einen Nahkampf, fügt 2 bis 3 Schadenspunkte zu, 4% Chance, Gegner mit einer Nahkampfwaffe zu treffen. Okay. Ah, schwierig, ey. Ich würde ja ganz... Das ist leider Müll, aber es macht mehr Schaden. 57 bis 85, hat allerdings einen Fernkampffähigkeitspunkt, das ist Schrott. Und der hat allerdings einen Nahkampf, 48 bis 72, wir würden allerdings 9 bis 13 weniger Schaden machen, das wäre super schade. 49 bis 69. Der muss schon ein bisschen besser sein. Naja, muss ich wahrscheinlich mitnehmen, den hier. Ja.
16 bis 27 Damage dazu. Leider etwas, etwas Nahkampf weniger, aber das ist halt so. Wir brauchen mehr Stärke. Zauberschaden gesenkt. 5% Chance, magische Angriffe abzuwehren. Ein Gesundheitspunkt. Das ist aber gut. Das finde ich nicht verkehrt, das Ding. Ein Gesundheitspunkt pro Treffer gestohlen, fügt 2 Stärkepunkte hinzu. 2 Stärkepunkte sind auch 4 bis 8 Schaden. Oder 4 bis 4. Wir haben 37%, das ist halt wirklich nicht so geil. Ich glaube, ich krieg den jetzt das Leben wieder, ne? Diesen einen Trefferpunkt. Aber ich habe 14 Rüstung weniger. Das macht nichts. 4 bis 4 Schaden dazu, yo. Und wir kriegen einfach mal 60 Leben dazu. Weg damit. Weg damit. Wir haben jetzt 100 bis 131 Damage. Nong trauern so um Sigra, dass sie nicht bemerken, Gefahr von Räubern und Goblins im Osten. Sind wir ihnen zu sehr entgegengekommen, wollen es doch eben und um mehr. Wenn Sigra und Borjev nicht hier, könnten wir uns verteidigen, aber ohne die ist nicht möglich. Ist wahr, die Räuber nietzen uns aus, aber haben sie uns nicht offen angegriffen bis jetzt. Wir sind fahrendes Volk und keine Barbaren. Wir fangen den Kampf nicht an und sie trauen sich nicht. Ja, let's go. Haben wir uns ordentlich eingekleidet. Mit neuem haben wir eine Quest noch. Tretet dem Räuberhauptmann gegenüber und beschützt so das Lager des fahrenden Volkes. Und Merrick starb, okay. Also eine Quest in diesem Kapitel dazu bekommen. Na, dann lass uns mal wieder abstecken, unser Gebiet, was wir hier erkunden werden. Das Klärchen. Auf jeden Fall eine neue Rüstung. Wir haben ordentlich Schaden dazu bekommen. Ja. Neues Areal betreten. Wie sieht's aus? Ah, auch wieder so unübersichtlich. Dann lass uns erstmal Sumpf des Ostens. Okay, dann lass uns hier noch. Nein, nein, ich habe nichts gehört. Lass uns den Teil noch abgrasen. Oh, Fadriel. Bestimmt ein Mitspieler, ein Mitstreiter. Ich bin ruiniert, völlig ruiniert. 6 Jahre lang habe ich all mein Geld und meine Arbeit in die Organisation eines Wettkampfs gesteckt, um den besten Bogenschützen der bekannten Welt zu finden. Und dann, am Vorabend, das Ende. Unser ganzer Schatz von Goblins geraubt. Unsere schönsten Preise weg. Ich habe nur noch Pfeile, Bogen und meine Fähigkeiten, um meinen Ruf und meinen Namen wiederherzustellen. Bis hierhin bin ich den Goblins gefolgt, aber ohne Gold, um meine Vorräte aufzustocken, komme ich nicht weiter. Wenn ihr ein bisschen Gold entbehren könntet, will ich mein Können auf der Suche nach den verlorenen Schätzen gerne in euren Dienst stellen. Kostet einfach mal 40.000 Gold, Mann. Verzeiht die Plötzlichkeit meiner Bitte. Ich hätte wissen müssen, dass es euch ebenso schlecht ergehen könnte wie mir selbst. Lebt wohl und möge sich unser beider Glück wenden. 40.000 Gold, Mann. Wisst ihr, wie viel Gold das ist? 40.000. Da geht's auch noch lang, okay. Lass uns doch mal hier. Die hätte ich abgesucht, ja, die Häuser. Ja. Lass uns doch von hier nochmal anfangen. Bevor wir zum Sumpf des Ostens wandern. Kann natürlich sein, dass ich in dieser Sicht ab und zu vielleicht mal einen Höhlenengel übersehe, aber ich glaube, eigentlich sollte man das sehen, ob man. Aber das habe ich beim letzten Mal auch nicht so richtig. Ist das Risiko. Berufsrisiko. Okay, easy. Der Sumpf des Ostens ist direkt vor uns. Stehen wir ihm wirklich diese Lebenspunkte her? Ja, scheinbar. Das ist ein Wegweiser. Sumpf des Ostens. Und leider sind hier ganz, ganz viele von diesen hässlichen Trollen. Die machen keinen Spaß. Ah, er wollte gerade wegrennen, ne? Hat er gesehen? Das war eine Animation. Okay, ich würde wegrennen, aber ich bleib dann doch mal lieber hier.
Kluge Entscheidung. Finde ich so oder so. Er soll schon wieder wegrennen. Also man sieht auf jeden Fall mal die Animation, wann sie abhauen wollen. Aber warum auch immer sie es nicht tun. Buggy, maybe. Eine große Klinge. Haben wir ein schönes freies Inventar, das ist gut. Jetzt haben wir einen Wolf. Ey, wo kommst du denn her? Sowas aber auch. 793 Leben, das ist schon viel. Schon echt viel. Ein faules Stück. Feigestück, kein faules. Okay, bevor wir weitermachen mit dem Freunde, machen wir leider an der Stelle eine kleine Pause. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder bei Dungeon Siege. Wir sind jetzt bei 8 Stunden und 41 Minuten Spielzeit. Wir sind damit immer noch schneller als damit und haben auch schon die komplette Höhle durchgespielt. Ah ja. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin bei Dungeon Siege. Ciao, Leute.